Die Commerzbank hat die Forderung des US-Großaktionärs Cerberus nach 2 Sitzen im Aufsichtsrat zurückgewiesen. Es gebe keine freien Posten, hieß es in einem Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Schmidtmann, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Man sehe keine Notwendigkeit eines Umbaus. Es gebe im Aufsichtsrat aktuell keine Vakanzen. Alle Mitglieder seien qualifiziert und bis 2023 gewählt. Der US-Finanzinvestor ist mit gut 5% an der Commerzbank beteiligt. Seit Cerberus vor fast 2 Jahren eingestiegen ist, verlor die Aktie rund 60%. In einem Brief vom 9. Juni hatte der Finanzinvestor das Management der Bank kritisiert, die Entwicklung als desaströs bezeichnet und die Posten im Aufsichtsrat gefordert.